Ich bin Ulgane. Mein Name ist Gerhard Parchow, ein alter slawischer Name, wie sie auf der Insel noch existieren. Geboren bin ich 1947 in Selin. Das war damals noch eine Hausgeburt, wie das so üblich war. Wohin bewegt sich der Ort? Eine Frage, die uns brennend interessiert. Und mich interessiert natürlich auch, wie wird Selin oder wie wird die Insel Rügen in 25 Jahren aussehen? Also nicht nur immer das Heute und die jeweilige Saison, sondern tatsächlich das, was dann die Zukunft für uns bringen wird. Denn da sind wir aufgefordert, die zu gestalten. Neben den Urlaubern sollten auch die Einwohner, die Rüganer, eine Chance haben, diese Insel für sich zu behalten. Ich kann mir das kaum vorstellen, was es eines Tages heißt, Rügen ohne Rügane. Und das wäre sehr, sehr schlimm. Ich meine, wir sind eine große Flächeninsel, wir wollen uns nichts vormachen. Nicht? Aber dann vielleicht als Einheimischer irgendwann in Mittelrügen ausgestellt zu werden, das ist nicht das, glaube ich, was wir anstreben sollten. Da sollten wir schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch entwickeln. Ich würde das mal so beschreiben, wir sind Insel. Also wir gehören dazu, wie Inventar, wie die alten Eichen. Wie die alten Buchen gehören auch die alten Rüganer, all das gehört dazu.